Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde gerne heute ein bisschen was zum Thema Urban Air Mobility erzählen, was wir darunter verstehen und vor allem, wo wir auch im Markt stehen gerade in dieser ganzen Diskussion. Es gibt sehr viele Player, die sich gerade auf diesem Markt tummeln, unterschiedlichste Lösungen auch vorweisen. Und ich wollte das Thema mal von verschiedenen Sachen, von verschiedenen Perspektiven mal so ein bisschen challengen und sagen, wie sieht eigentlich das Spannungsfeld aus? Was muss man sich darunter vorstellen? Und was ist eigentlich noch zu tun, um das wirklich zu realisieren? Wenn man sich so unsere Innenstädte anschaut, dann sieht man, dass wir da ein ziemlich großes logistisches Problem haben vom Verkehrsaufkommen her. Und wenn man jetzt umdenkt und das Ganze durch Elektromobilität ersetzt, heißt es nicht unbedingt, dass man das Problem löst. Auch wenn man gefühlt vielleicht ein bisschen nachhaltiger wird, was die Abgase in den Städten angeht. Es ist allerdings schwierig. Also wie könnte man das lösen? Und sind jetzt Airtaxis und Cargo-Drohnen tatsächlich eine nachhaltige Lösung für dieses Problem? Jetzt ist die Idee ja nicht ganz neu. Und gerade sind wir auch in einem sehr disruptiven Zeitalter, in der sich die Technologie extrem schnell bewegt und extrem großen Einfluss auf unser tägliches Leben hat. Und jetzt sind wir eben zum ersten Mal an diesem Punkt angekommen, wo wir sagen können, von einem technischen Standpunkt wäre das ganze Thema Urban Air Mobility, also Lieferdrohnen wie auch Air Taxis, realisierbar. Wie nachhaltig das Ganze ist, kommen wir gleich noch dazu. Die Vision ist auch sehr schön. Ne? Man fliegt im Stau davon, man hat einen individuellen A nach B-Verkehr ohne großes Umsteigen, ohne großen Stau, ohne große Verzögerungen. Die Vision ist schön und sehr viele stürzen sich gerade auf diese Vision. Jetzt ist diese Vision aber auch nicht unbedingt sehr neu. Das gab es schon vor 57 Jahren, hat man schon davon geträumt, genau dieser Infrastruktur, dieser Fessel zu entfliehen. So, wo stehen wir denn jetzt heute, 57 Jahre später? Wir stehen genau hier. Das heißt also auf dem Punkt des höchsten Hypes, was das Thema Air Mobility angeht. Man traut der Technologie jetzt das meiste zu, was man so einer Technologie nur zutrauen kann. Es gibt sehr starke Investitionen in diesen Bereich hinein. Man hat ganz fantastische Modelle dahinter, wie das von Uber mit Ridesharing. Es gibt sehr viele Anbieter. Wir haben mittlerweile über 130 verschiedene Hersteller, Konzeptstudien gesammelt dazu, die dieses Problem angehen wollen. Warum zeige ich jetzt immer nur Airtaxis? Es geht natürlich auch um Logistik, kleinere Logistik. Das Thema Airtaxi ist das Schwierigere von beiden, weil es hier tatsächlich nicht nur um den Transport von Waren geht, sondern eben um den Transport von Personen. Und da bewegen wir uns in einem zulassungsrechtlichen Spannungsfeld. Das ist sehr schwierig, es sind sehr viele neue Technologien, die alle noch nicht zertifiziert sind. Und dieses dicke Brett muss erstmal durchbohrt werden, um dieses ganze Thema wirklich anstoßen zu können und nachhaltig betreiben zu können. So, jetzt habe ich schon so oft nachhaltig gesagt. Für wen ist das eigentlich nachhaltig oder wie nachhaltig ist das eigentlich im Vergleich? Nimmt man jetzt mal ein normales Auto von heute, nimmt man einen Luxussportwagen und so ein eVTOL oder ein Airtaxi, dann sehen wir, obwohl diese Airtaxis deutlich günstiger sind, reihen sie sich doch eigentlich eher in diese Reihe der Geräte ein, die nur so den oberen 10.000 zur Verfügung stehen und nicht unbedingt der breiten Masse. Also lösen sie dann auch ein Massenproblem oder lösen sie nur ein Problem von wenigen Individuen? Und da, ich habe es gerade schon angesprochen, hat Uber einen Ansatz gewagt, zu sagen, hey, lass uns doch mal solche Hubs bauen, lass uns mal versuchen, diesen Drohnenverkehr zu demokratisieren und hat einen Aufruf gestartet, verschiedene Konzepte dazu zu entwickeln, wie hier eben auch ein Hub, der diesen Verkehr abwickeln soll. Und um den Verkehr auf der Straße wirklich nachhaltig zu entlasten, braucht es allerdings unfassbar viele Flugbewegungen in der Luft. Und das hieße eben eine Rate von gut 3,6 Starts und Landungen pro Stunde. 3,6 Sekunden, Verzeihung. Da fragt man sich auch wieder, wie nachhaltig ist das? Wie sieht das aus, wenn ich neben so einem Hub wohne? Wie laut ist das? Wie sehr eingeschränkt ist meine Sicht durch diese rumschwirrenden Geräte? Findet das denn überhaupt genügend soziale Akzeptanz? Und das bringt wiederum uns zurück auf das Thema auch Lieferdrohne. Wie sozial akzeptiert ist das eigentlich, wenn vielleicht nur ein paar wenige mit solchen Geräten rumfliegen oder wenn diese Geräte vielleicht doch eher einen größeren Sinn stiften. Wenn man zum Beispiel so eine Art fliegende Intensivstation hat, die halt deutlich günstiger ist als ein Rettungshubschrauber heute und relativ einfach Menschenleben retten könnte, indem sie halt jemanden relativ schnell in ein Krankenhaus bringen kann. Jetzt hatten wir solche Konzepte, finde ich ganz großartig. Die würden, wie gesagt, auf eine sehr hohe Akzeptanz stoßen.
Noch sind es eben Konzepte, Kommunen, Städte. Haben die das Geld, solche Dienste weiterzuentwickeln, aufzubauen, zu betreiben? Das ist eben das große Fragezeichen. Für die Intralogistik ist es natürlich auch denkbar. Das ist jetzt also eine große Cargo-Drohne sozusagen. Da gibt es auch ein Konzept aus Hamburg, wie man solche Geräte in der Intralogistik nutzen könnte. Hat halt einen riesen Vorteil, dass man in der Regel auf seinem eigenen Gelände hin und her fliegt, keine große Belästigung nach außen abstrahlt. Aber ist das wirklich nachhaltig? Ist das wirklich die Lösung für die Probleme? Schauen wir uns mal ein ähnliches Mobilitätskonzept an. Gerade in Hamburg auch sehr kontrovers diskutiert. Wie nachhaltig sind eigentlich diese Geräte, die jetzt in dem Fall in der Mikromobilität auf den letzten Metern helfen sollen? Macht das wirklich Sinn oder ist das eine riesige Ressourcenverschwendung, wenn so ein Gerät im Durchschnitt 3 Monate hält und danach weggeschmissen wird? Schaut man sich jetzt mal an, wo eigentlich der Treibstoff für diese Geräte herkommt, dann sind wir zum Beispiel hier in der Atacama-Wüste oder noch deprimierender in den Kobaltminen in Afrika. Dort wird auch dieser Rohstoff abgebaut. Es ist eine seltene Erde, die gibt es halt nicht wie Sand am Meer, sondern eben nur wie Lithium in der Wüste. Und das muss eben auch aus dem Boden herausgebracht werden. Und das mit Frischwasser, weil es ein Salz ist. Das heißt, man bringt an einen der trockensten Orte der Welt extrem viel Trinkwasser, um dieses Lithium zu gewinnen. 21 Millionen Liter Wasser jeden Tag. Die Grundwasserspiegel sinken dort immer weiter. Die Bevölkerung trocknet buchstäblich aus, nur für die Gewinnung von diesem Salz. Das heißt also, man muss mehrere Sachen in Betracht ziehen, um einen nachhaltigen Ansatz wirklich zu entwickeln. Welche Aspekte sind all diese ökoeffizienten, sozioökonomischen und environmental Aspekte erfüllt, dann ist es quasi ein nachhaltiger Ansatz. So, was heißt das jetzt konkret für uns? Gucken wir jetzt in die Urban Air Mobility, gibt es also 4 große Themen, an denen quasi noch weiter geforscht, entwickelt werden muss und wo es aber auch ein offenes Ohr der Städte, der Gemeinden braucht, um solche Sachen mit auf den Weg zu bringen. Na, wenn sich eins von diesen 4 Sachen nicht weiterentwickelt, dann bleibt das ganze System stehen. Technology and Certification, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Technologie ist jetzt gerade an dem Punkt, wo es gerade so möglich ist. Wir sind noch lange nicht bei den Flugzeiten, die es braucht, um auch längere Distanzen zu überbrücken. Die Infrastruktur muss gebaut werden, man braucht Start- und Landeplätze, das können heute normale Heliports sein, das könnten aber auch, wie hier im Bild abgebildet, Bereiche sein auf einem Gebäude obendrauf. Airspace Integration, wie machen wir das, wenn es tatsächlich um extrem viele Flugbewegungen jeden Tag gibt? Ist das noch eine Sache, die mit dem heutigen Air Traffic Management zu lösen ist oder brauchst du da wiederum einen automatisierten Ansatz? Und natürlich die soziale Akzeptanz, ich hatte es schon angesprochen, geht es hier um den Luxus einiger wenigen oder geht es um eine Lösung für die breite Masse? Und das soll eigentlich meine Quintessenz sein und damit würde ich auch gerne die Diskussion starten wollen, Ihre Gedanken dazu mal abfragen und weiterentwickeln. Wo sehen Sie die größten Stolpersteine, wo sehen Sie das größte Entwicklungspotenzial, wie kann man hier weiter aufbauen und wirklich Lösungswege erarbeiten, um die Sache auch wirklich zu nutzen können. Denn ich denke, es ist eine wirklich wertvolle Sache, man muss den Weg auch gehen, um dann auch auf dem, was man geschafft hat, weiter aufzubauen. Ja, und damit würde ich, wie gesagt, jetzt gerne in die Diskussion starten. Ich hoffe, der Vortrag war soweit informativ und ja, vielleicht können wir das ja noch ein bisschen weiter ausbauen. Vielen Dank.